Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute WDR manipuliert Parteien-Ranking. Ja, ihr habt es mitbekommen, denn es ist in aller Munde und geht durch alle Medien. Der WDR soll angeblich ein Parteien-Ranking manipuliert haben. So zumindest steht es in den Gazetten und wir wollten das Ganze überprüfen. Es gibt nämlich hier auf YouTube ein Video von Quarks, was ja unterdessen immer im WDR läuft. Diese haben einen kleinen Klimacheck gemacht und wollten wissen, welche Partei hat denn das beste Klimaschutzprogramm. Haben das Ganze untereinander verglichen und wollten rausfinden, welches denn die falsche oder die richtige Partei gegen den Klimawandel ist. Dieses Video ist eigentlich auch sehr interessant und sehr wissenschaftlich gemacht, also guckt mal rein, wir stellen euch den Link mal unten in der Videobeschreibung zur Verfügung. Doch am Ende kommt dann bei raus, dass die FDP der ganz klare Sieger dieses Vergleichs ist und auf Platz 1 zu finden ist, direkt vor den Linken. Doch dann wird hiergegen gesprochen und gesagt, dass all das, was die FDP so fordere oder was sie gerne umsetzen würde, gar nicht möglich wäre. Wir sehen das hier in diesem kleinen Clip. Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt. Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht. Denn der CO2-Preis ist ihre einzige konkrete Maßnahme. Und das ist natürlich ziemlich widersprüchlich. Und ja, schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Einmal zum WDR. Glaubt ihr, das wurde absichtlich manipuliert, dieses Parteien-Ranking, um hier vielleicht falsche Stimmung zu entfachen? Oder sagt ihr, das Ganze ist zu Recht? Denn es ist nicht umsetzbar und Ideen, die nicht umsetzbar sind, die sollte man auch nicht präsentieren. Also es ist eine ganz spannende Geschichte, die da passiert ist. Schreibt wirklich mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Würde gerne mal sehen, was andere Leute davon halten und darüber denken. Ist auf jeden Fall eine ganz entscheidende Sache. Und deswegen würde ich da gern ein bisschen mehr von eurer Meinung wissen. Ansonsten guckt euch wirklich nochmal das ganze Video an, denn es ist an sich sehr interessant aufgemacht. Es wird sehr fair verglichen, bloß das Endranking. Darüber lässt sich dann diskutieren und das könnt ihr gerne hier in den Kommentaren tun. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.